Polizeikommissare Christoph Breuer und Can Yildiz ermitteln jetzt wegen einer Randale und bekommen es dabei mit einem Familiendrama zu tun. Was soll die Scheiße? Ich hab die Waffen gegeben! Gib mal das Alte, was soll das? Gib mal rein hier! Da ist es zu lange. Ach du Scheiße, Halleluja. Scheiße, ihr ewig das Alte! Hallo! Die hallo, Polizei hallo. Duisburg! Ja, hallo! Was sehen machen Sie da? Haben wir fallen lassen! Hören Sie mal bitte auf damit! Was denn? Sie sollen die Axt fallen lassen. Mein Kollege hat gesagt, Sie sollen die Axt fallen lassen. Einmal fallen lassen, bitte. Kommen Sie auch vor, bitte. Kommen Sie mal vor, bitte. Vor. Kommen Sie mal vor. Gut, kommen Sie einfach vor. Kommen Sie mal vor. So, wer sind Sie? Name, Ausweis? Können wir ganz in Ruhe reden oder müssen wir irgendwie... Ja, natürlich. Gucken Sie sich die Scheiße mal an. Ewig wird bei mir alles vorgemacht von dem Rotzlöffel hier. Okay, okay, ich sag... Und er wohnt noch niemals hier. Ganz kurz. Wovon reden Sie denn gerade? Also, ich sehe hier nichts. Ich bin der Nachbar. Okay, aber was für eine Scheiße? Schauen Sie sich hier die Scheiße an. Zeigen Sie uns mal bitte. Hier. Ewig das Gleiche. Gucken Sie mal. Alles. Okay, ewig dasselbe. Ich komme von der Arbeit und so weiter. Und? Wie sieht's hier aus? Beruhigen Sie sich doch erstmal. Ich kann mich nicht mehr beruhigen. Absolut nachvollziehbar. Einfach nicht anschreien, weil... Wir sind ja hier, um das zu klären. Und ich hatte ja gesagt, ob wir in Ruhe uns unterhalten können. Ich bring mal kurz die Axt erstmal weg. Ja, okay. Ja, letztens auch mein Auto und alles. Okay, gut. Wo soll das denn hinführen? Noch ehe sie den Täter weiter vernehmen können, taucht die Mutter des Jungen auf, der die Straße bemalt hat. Sie ist in großer Sorge, aber nicht wegen des cholerischen Nachbarn. So, jetzt erklären Sie mir noch mal ganz genau. Sie sind jetzt gekommen. Was wollen Sie hier? Und ich habe den Zusammenhang jetzt nicht. Ich suche meinen Sohn. Meine Mutter passt auf meinen Sohn auf. Ich hatte einen Termin. Hier in dem Haus oder was? Ja, ich versuche sie die ganze Zeit anzurufen. Sie geht nicht dran. Ich weiß nur, dass hier Randale gemacht wird, weil ich von der Nachbarin angerufen wurde. Genau, deswegen sind wir auch hier. Okay, das war jetzt was? Wo kommt der denn hier? Das ist auch noch ein Fenster offen. Zeigen Sie mal. Das ist die Schrift von meinem Sohn. Da steht Hilfe drauf. Okay, gut, dann müssen wir auf jeden Fall jetzt mal... Also gut, dann werden wir mal reingehen. Folgendes, Sie bleiben hier stehen. Wir haben Ihren Ausweis. Ja, aber das heißt, Sie bleiben mit uninteressant. Sie bleiben hier stehen. Haben Sie uns verstanden? Weist, ja? Wir weisen alle drauf zurecht, aber wir kümmern uns erstmal ganz kurz um eine andere Sache. Hier stehen bleiben, bitte, danke. Lukas? So. Bleiben Sie auch einmal kurz dann zurück. Hallo? Hallo, bleiben Sie mal ganz kurz. Wir gucken wir schauen einfach nur mal hier. Lukas! Also hier ist sauber, hier ist alles in Ordnung. Kinderspielzeug ist da. Sie rufen mal, ich schaue noch mal in der Küche, ob alles. Lukas? Der Küche ist klar. Lukas? Ich hab da was gehört. Lukas? Oh mein Gott, Lukas. Okay. Komm erst mal raus. Gut, einmal mal rauskommen. Mann, setz dich mal hin. Was machst du im Kleiderschrank? Warum versteckst du dich denn da? Oma, Mann. Ein Knall? Okay, also noch mal kurz. Du warst mit deiner Oma hier und deine Oma war draußen oder wo war sie? Ich wollte den Müll rausbringen. Und dann hast du einen Knall gehört und... Ja, und einen Schrei. Und einen Schrei. Oma-Schrei. Aus Angst versteckte sich der Junge daraufhin in dem Schrank. Seine Mutter verdächtigt derweil den aggressiven Nachbarn, der offenbar schon wieder Ärger macht. Unten ist irgendein Ärger. Ich weiß nicht, ob das schon wieder der Nachbar ist. Ich würde mal runtergehen und gucken. Und du kannst mir dann gleich berichten, ob er noch was... Ich komme sofort. Die schreien unten rum. Ich habe keine Lust, dass der noch mal durchdreht. Wenn was raus... Kommst du mit, Lukas? Ich muss einmal kurz mit meinem Kollegen auch nach unten gehen. Sag mal, hallo. Hallo. So, jetzt ist mal hier Feierabend. Was schreien Sie denn hier schon wieder rum? Wir hatten das Sie ist doch meine bitte Frau. Ermahnt. Ach so, gut. Aber trotzdem hatten wir Sie ermahnt. Ja, den Ehestreit können Sie zu Hause machen. Aber Sie sollten doch sich bitte ruhig verhalten. Ja? Ja, Entschuldigung, aber ich kann nicht mehr. Warum haben Sie denn jetzt mit Ihrem Mann Ärger? Was ist denn hier los? Und warum sind Sie überhaupt hier? Das ist nichts Schlimmes. Wir also, es klang etwas anders, war extrem laut. Ja, ich bin dann die Treppe runtergeeilt und. Hab dann mich erstmal erschrocken, weil zwei Personen lautstark gestritten haben. Und gleichzeitig fuhr ein Auto, was vor dem Haus geparkt war, mit quietschenden Reifen davon. Man könnte fast meinen, es wäre auf der Flucht gewesen. Kannten Sie den Herrn, der jetzt gerade weggefahren ist? Das Auto gehört mir. Das war jetzt unser Sohn. Ja, der hat sie wohl beim Einkaufen begleitet und sie jetzt wieder nach Hause gebracht. Und jetzt, weil er irgendwo vorgedonnert ist, oder da war, fährt er eben zur Werkstatt hin. Da die vermisste Großmutter den Abfall rausbringen wollte, suchen die Beamten nahe dem Mülleimer nach Spuren. Auf den ersten Blick sieht alles unauffällig aus. Doch dann entdecken die Beamten eine Spur, die auf Gewalt hindeutet. Der Müll ist anscheinend nicht angekommen. Warte mal, ich sehe hier aber einen Moment. Gehen Sie einmal kurz zur Seite. Ganz kurz, wir sind... Oh, hast du Handschuhe? Wunderschön.
Scheiße. Und das ist Blut. Ich funk mal kurz an. Und du sammelst mal bitte auf. Super, das wäre ganz klasse. Und zwar haben wir Glasscherben, wie man erkennen kann, auch mit sehr viel Blutanhaftungen. Ja, und für uns sieht es erstmal so aus, dass wir eine Person haben, die verletzt wurde. Die Person ist nicht auffindbar. Dann haben wir noch einen Wagen, der hier wegfährt. Also alles komisch und dem müssen wir jetzt nachgehen. Zur Information. Egon, ja. Egon, 1323. Gerade, dass Ihr Sohnemann irgendwo vorgefahren ist. Ist es richtig? Ja, irgendwo, weiß ich nicht. Wir haben jetzt nämlich gerade was im unmittelbaren Bereich gefunden. Wir haben hier Glasscherben mit Blutanhaftungen dran. Das heißt, wir haben eine Oma, die hier vermisst wird. Wir haben hier Blut. Und für uns ist es jetzt momentan erstmal augenscheinlich so, als hätte ihr Sohnemann vielleicht etwas damit zu tun. Womit denn? Ja, also, dass hier jemand angefahren wurde. Wo, hier? Genau. Hier war keiner. Okay, aber Sie sagten ja auch gerade, dass Ihr Sohnemann irgendjemanden oder irgendwo gegengefahren ist. Ja, Sie waren einkaufen. Also, da war ich nicht bei. Ach, Sie waren dabei? Sie waren hier. Sie haben doch gesehen. Okay. Sie haben das so gesehen, dass ich hier war. Und wie ist das Ganze dann passiert, bitte? Und wo sind Sie gegengefahren? Einmal kurz Sendepause, bitte. Danke. Ich hab, Ja, einen Moment. Einen Moment. Ich habe angefragt, den Kripo wegen Sofortvernehmung, ob die Interesse haben, dass wir ihn gleich mitnehmen. Nehmen wir mit, klar. Dann können wir nicht. Ja, einmal, Sie kommen, wieso nicht? Sie kommen einmal bitte mit Bleiben uns Sie mal mit. Ganz kurz ruhig, dann können wir das klären und dann klärt sich das für Sie auch ganz schnell auf. Dann brauchen wir nicht alles fünfmal machen. Die Vermutung der Polizisten, der Nachbar weiß mehr über das Verschwinden der Großmutter, als er zugibt. Da die Frau nach bisherigen Erkenntnissen Opfer einer Straftat wurde, werden die weiteren Ermittlungen von den Kriminaloberkommissaren Lara Grünberg und Bora Axu geleitet. Ja, also was Neues haben wir noch nicht. Wir versuchen natürlich, ihre Mutter zu finden. Die Kollegen, die haben uns schon mitgeteilt, was jetzt so alles passiert ist. Wir werden jetzt gleich den Herrn vernehmen und auch befragen. Wichtig ist dann natürlich, bevor ich in die Vernehmung reingehe, beziehungsweise bevor wir da gemeinsam die Vernehmung durchführen, gibt es irgendetwas, was Sie uns noch sagen können, was uns eventuell weiterhelfen könnte, was für Fragen wir Ihnen stellen könnten, damit wir Ihre Mutter wiederfinden? Also ich kann mir gar nicht erklären, wie das jetzt überhaupt hier alles zustande kommt. Meine Mutter ist sowas von zuverlässig. Die passt so oft auf meinen Jungen auf. Yeah. Die würde den niemals alleine lassen. Yeah. Und ich weiß nur, dass dieser Nachbar irre ist. Also yeah. Der macht schon öfter komische Aktionen. Die okay. sind auf jeden Fall im Nachbarschaftsstreit. Aber sonst wüsste ich nicht, dass meine Mutter irgendwelche Feinde hat. Die Tochter der Vermissten, die war natürlich sehr besorgt. Sie war natürlich auch überglücklich, dass ihrem Sohn nichts passiert ist, dass es diesem gut geht. Allerdings trotzdem war sie hier wirklich in einem aufgelösten Zustand. Wir machen das in der Regel so, dass wir auf die Person ja so einwirken, dass wir sie mitführen, dass wir ihnen so ein bisschen Informationen geben, dass sie nicht im Dunkeln tappen. Ja, und auch so konnten wir sie eigentlich ganz gut beruhigen. Gut, wir bleiben hier. Okay. Ja? Sie können auch Platz nehmen, beziehungsweise. Ist er an seinem Handy gerade dran dort? Bora Axu. Können Sie Ihr Handy mal bitte auf den Tisch legen? Das können Sie gerne auf den Tisch legen. So, Bora Axu von der Kriminalpolizei. Sie sind ja schon mal polizeilich in Erscheinung getreten. Auffahrunfall mit Fahrerflucht. Kommen Sie mir jetzt bitte nicht mit dieser alten Kamelle an, okay? Der Kollege hat einfach so getan, als wenn ich in sein Auto reingefahren bin, hat angeblich eine kleine Macke. Ja. Da war gar nichts. Ich habe den Wagen noch nicht mal touchiert, gar nichts. Das ist reine Verarsche gewesen. Ich habe ihn anfangs zur Vernehmung natürlich damit konfrontiert, was wir bereits schon über ihn wissen, wegen seiner Vergangenheit. Er hat bereits schon mal Fahrerflucht begangen. Aber das hat er natürlich erst mal versucht runterzuspielen und dass die Kollegen wohl damals übertrieben hätten mit der Anzeige. Kommen wir mal von Punkt zu Punkt. Erstens. Ich habe mich nur auf Deutsch gesagt, okay, ich habe mich gerecht. Aber das geht nicht, dass das Rotzblach da ewig alles da verschmiert. Der ist sogar an meinen Wagen schon gegangen und alles. Irgendwo muss mal ein Punkt sein. Ja, und deswegen verhauen Sie mit einer Axt in eine Kinderhütte, oder wie? Ja, besser eine Hütte als alles andere. Vielleicht wird er dann mal ein bisschen wach. Bora Axu vermutet, dass der rachsüchtige Nachbar etwas mit dem Verschwinden der Großmutter zu tun hat. Im Verhör bleibt er hartnäckig und versucht, den Mann aus der Reserve zu locken. Mir geht es erstmal darum, wo die Frau ist. Und das möchte ich gerne von Ihnen wissen. Wo ist die Frau? Welche Frau? Die Mutter bzw. die Oma von dem jungen Kind. Ja, woher soll ich das denn wissen? Also bei mir in der Tasche ist sie nicht. Jetzt hören Sie mir mal bitte auf. Was haben Sie denn vorhin an Ihrem Handy gemacht? Was? Geben Sie mir Ihr Handy erstmal her. Was wollen Sie damit? Also erstens vermissen wir hier eine junge Dame. Da bleiben Sie jetzt erstmal weg. Das ist meins. Wir haben momentan Gefahr im Verzug. Wir vermissen eine Person. Ja, ich kann und, direkt hier an. Jetzt hören Sie mir doch mal zu! Verdammt! Wir haben hier Gefahr im Verzug und es geht hier um eine Frau, die wir vermissen, die offensichtlich verletzt ist. Und Ihr Wagen ist offensichtlich da involviert. Entweder arbeiten Sie jetzt zusammen oder Sie landen ganz schnell in der Gewahrsamszelle. Und heute kommen Sie nicht mehr nach Hause. Ist das klar?
Da der Nachbar weiterhin jegliche Tatbeteiligung abstreitet, muss Bora Aksu einen anderen Weg finden. Ein Blick in das Handy des Mannes führt zu einem neuen Verdacht. Was sagen Sie denn dazu? Ist das diese Frau? Also für mich sieht das ganz eindeutig nach dieser Frau aus. Ja, und? Sie haben das nur so fotografiert, in so einer Pose. Ja. Und Sie haben ziemlich viele Bilder von ihr, stecken mir gerade auf. Ja, ein paar habe ich gemacht. Und wo ist diese Frau? Das weiß ich nicht. Wie offensichtlich haben Sie ein großes Interesse an ihr, wenn Sie sie so fotografieren. Ich habe gerade gesagt, ja, sie gefällt mir, ja. Wo ist meine Mutter? Was hat er ihr angetan? Ja, wir finden das heraus. Ist das ja auch der Grund, warum Sie sich mit Ihrer Frau gestritten haben? Meine Frau ist von Grund auf, ist sie eifersüchtig. Wo waren Sie denn heute Morgen? Fangen wir doch mal. Sie sind heute Morgen aufgestanden und dann? Bin ich mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren. Sie sind mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren. Richtig. Wo arbeiten Sie denn? Bei Herrn Hetschmann. Bei Herrn Hetschmann? Ja, Günther Hetschmann. Sorry für die Störung. Und zwar haben jetzt auch von der Kathi was bekommen. Ich zeige das einmal ganz kurz. Und zwar, das sind erstmal die Glasscherben, ne? Und das sind die möglichen Kfz, die Sie betreffen könnten. Und jetzt schauen wir bitte hier. Ja, was war das für ein Fahrgang? Das ist der Chrysler. Sie fahren ja einen Chrysler, ne? Bitte? 2002 Modell Chrysler Neon 2.0, ja. Ne? Genau. Ja, warum? Und, passt. Das passt definitiv. Die KTU hat dankenswerterweise ganz schnell uns ein Ergebnis geliefert. Und zwar haben wir jetzt herausgefunden, dass diese Glasscherben tatsächlich von einem Scheinwerfer stammen. Wir haben natürlich wissen wollen, wo sein Junge momentan steckt, weil wir davon ausgehen, dass sein Sohn dieses Auto gefahren ist. Aber ganz so ehrliche Angaben hat er mir in diesem Fall nicht gemacht. Ich sehe gerade, Sie haben schon 11-mal versucht, ihn anzurufen. Dann bin ich da aus Versehen dran gekommen. 11-mal? Ja, wieso? Meine Frau hatte das Handy heute auch in der Hand von mir. Okay, der geht nicht dran. Der Sohn des Verdächtigen steht unter dringendem Tatverdacht. Die Ermittler geben daher eine Fahndung nach ihm raus. Nur wenig später geht ein entscheidender Anruf auf der Wache ein. Okay. Ja, mach weiter. Ich muss mal dringend stellen. Also, wir haben gerade eine Anruferin, kam ein Anruf rein. Brennt ein PKW, ein silberner PKW von Willich Kreisler. Oh. Und ich denke, das sind einfach zu viele Zufälle. Wir sollten einfach sofort mal hin. Ja, das machen wir sofort. Wir fahren da sofort hin. Kommen Sie mit. Kollegen, gehen zur Gewahrsamszelle. Sie bleiben erstmal noch hier. Warum? Runter. Wir fahren jetzt erstmal raus. Wir führen die Befragung gleich vor. Die Kriminalisten lassen sich von der Tochter der Vermissten begleiten. Sie soll ihre Mutter identifizieren, falls diese bewusstlos ist. Beim Eintreffen der Beamten am Einsatzort steht das gesuchte Fahrzeug bereits in Flammen. Hoffentlich sitzt da niemand drin. Die Feuerwehr ist auch schon da. Das ist gut. Ja, hoffen wir das Beste. 23. Also wir sind hier am brennenden Fahrzeug, können gerade nicht reingucken, Feuerwehr ist auch vor Ort. Also hier vorne sitzt niemand offensichtlich. Sitzt niemand? Ja, offensichtlich sitzt da niemand drin. Ist keiner drin? Nein, da ist keiner drin. Können wir mal in den Kofferraum gucken? Okay, nix. Nix. Okay, auch nix. Der Täter hat das Fahrzeug offenbar bewusst in Brand gesetzt. Der Fundort des leeren Benzinkanisters lenkt die Beamten auf die richtige Spur. Wenn der Kanister hier liegt, dann würde ich sagen, fangen wir erstmal primär in diese Richtung an. Sollen wir uns aufsetzen? Ja, am besten auf beide Seiten. Ja. Bleibt ihr weiter rechts, Lara, wir bleiben weiter links. Haben wir Funkkontakt? Verstehen, kann ich aufnehmen, du mich auch? Ja, ganz leise. Ich sehe da im weiteren Verlauf, da ist etwas. Guckt mal, ob ihr bessere Sicht drauf kriegt und sagt mir mal, was ihr seht. Ja, pass auf, wir sehen sie. Wir pirschen uns mal vor. Die machen hier mit der Spitzhacke. Mit der Spitzhacke hauen sie in den Boden rein. Zwei Personen sehen wir und eine Person liegt hier auf dem Boden. Bewusstlos, vermutlich. Moment, nochmal Nachfrage. Liegt da eine Person bewusstlos? So wie es aussieht, ja. Die Frau ist die Frau, die heute ausgeflippt ist. Und die buddeln jetzt hier, versuchen was einzubuddeln. Wir müssen Zugriff bei drei. Ist das okay? Polizei! Runter! Was soll das? Hände nach hinten, bitte. Bleiben Sie liegen. Ja. Nehmen Sie mal bitte den Kopf auf Ihren Schoß. Mama. Bleiben Sie mal zurück. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Das Opfer sollte offenbar in dem Wald begraben werden. Von dem Täter erfahren die Beamten, wer die Idee dazu hatte. Jetzt kommen Sie mal hoch. Was ist mit Ihrer Mutter? Das war alles meine Mutter schuld. Wie Ihre Mutter? Ich habe damit nichts zu tun. Ich weiß nicht, warum sie das gemacht hat. Was gemacht hat?
was gemacht hat. Sie hat die Frau getötet. Getötet? Alles gut, mitkommen. Wehren Sie sich bitte nicht. Sie war das. Sie war das. Aber stimmt das? Ich wollte das gar nicht. Ist das Ihr Sohn? Und wissen Sie, was er eben erzählt hat? Nein. Dass Sie sie umbringen wollten und vergraben wollten. Ist es auf Ihr Mist gewachsen? Du wolltest sie umbringen. Also haben Sie sie umgefahren mit dem Auto? Ja. Warum? Ich habe die Nerven verloren. Weshalb? Weil ich sauer bin. Auf wen? Meinen Mann und meine Nachbarin. Ja, was ist denn passiert? Warum sind Sie sauer? Weil mein Mann Fotos von ihr gemacht hat. Aha. In Unterwäsche. Okay, und die haben Sie gesehen? Die habe ich gefunden. Auf seinem Handy. Die Mutter hat direkt gesagt, dass sie eifersüchtig war auf diese Dame. Sie hat Bilder auf dem Handy ihres Ehemannes gefunden. Und als sie dann letztendlich, ja, auf der Straße gesehen hat, als sie auf dem Weg zu den Mülleimern war, um etwas zu entsorgen, hat sie dann nur noch schwarz gesehen und hat die Dame umgefahren und hat dann den Sohnemann dazu überredet, ihr zu helfen. Also Fahrzeug wird auf jeden Fall sichergestellt, ne? Und ihr bleibt soweit so, vor Ort? Wir bleiben noch vor Ort. Und wir halten dann nochmal Rücksprache, okay? Vielen Dank, ne? Dass ihr so schnell da wart. Die Täter müssen sich wegen gefährlicher Körperverletzung und Freiheitsberaubung verantworten. Der Familienvater erhält eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. Das Opfer wird keine Folgeschäden davontragen.